Genau, herzlich willkommen zum Vortrag More Secure Websites. Ihr habt ja vorhin schon vielleicht gehört, wie ihr eure Services absichern könnt. Und da kamen auch schon diese Header vor. Ich habe jetzt noch einen ganzen Vortrag dazu. Mal schauen, ob ihr noch was Neues hört. Genau, fangen wir einfach mal an. Was machen diese Header eigentlich? Die sind erstmal unabhängig von der Anwendung oder vom Code der Anwendung, weil die schickt der Webserver mit und der User Agent macht irgendwas damit. Sozusagen ist das dann innerhalb der Infrastruktur, also wenn wir jetzt das mal als Web begreifen. Und insbesondere geht es um HTTP-Protokollerweiterung. Man kann da jetzt halt neue Header mitschicken. Die machen irgendwas auf der User Agent Seite. Muss nicht zwingend ein Webbrowser sein. Ja. Und da gibt es einen kleinen Überblick zu und halt auch ein paar Dinge, die man dabei beachten sollte. Das Ganze ist nicht so einschalten, fire and forget. Man kann sich da auch ein bisschen wehtun. Scanner habt ihr vorhin vielleicht in einem anderen Vortrag schon mal gesehen. Es gibt da ein paar Tools. Es gibt aber auch welche, die einem helfen, solche Header zu erstellen und wie man mit diesem Reporting URLs umgehen kann. Genau, dann eine kleine Zusammenfassung. Genau, wo stehen wir da eigentlich so mit der Web-Anwendungssicherheit? Was sind die Probleme? Genau, XSS ist überall, ja, wird auch gern als Remote Code Execution auf die Web bezeichnet, als Gegenpart von der Server- oder Desktop-Seite oder Mobile Applications. Ich werde das nicht mehr erleben. Von daher hat man sich dann gedacht, naja, irgendwie geht das alles nicht so weiter, beziehungsweise es skaliert halt nicht, den ganzen Code aufzuräumen. SQL Injection, habe ich heute auch schon mal erzählt, ist immer noch eins der Top-Risiken. Wir haben 2016. Was könnte man tun, um das besser zu machen? Das muss irgendwie skalieren, und zwar einfach. Und das soll halt die Angriffsmöglichkeiten signifikant reduzieren. Und also geht man in die Infrastruktur, in dem Fall halt die Web-Infrastruktur, Server. Also in dem Vortrag verstehe ich unter Infrastruktur jetzt irgendwie genau das, Protokolle, Standards und irgendwie die Dinge, die da miteinander kommunizieren und diese Anwendung ausführen oder diese Seiten rendern. Und die Server, die das ausliefern. Was ist es nicht? Die Anwendung selber betrachten wir jetzt primär nicht. An einigen Stellen muss man die dann schon betrachten. Also die Header sind nicht ganz so unabhängig. Normale Desktop-Anwendungen oder Mobile-Anwendungen betrachten wir jetzt nicht. Die Web-Anwendungen an sich auch nicht. Und was sind jetzt diese Header? Genau, habe ich ja schon kurz erzählt. Das ist eine Erweiterung vom HTTP-Protokoll. Deswegen haben die oft so ein H irgendwie drin stehen, manchmal auch nicht. Sehen wir nachher noch. Das werden irgendwie immer mehr. Das sind jetzt schon 6, die hier drin sind. Ich habe 2014 auch schon mal einen Vortrag gehalten. Da war dieser Pinning-Header für die Public Keys noch quasi in Draft-Mode. Inzwischen ist der ja auch ausgerollt und verfügbar. Der Vorteil davon ist, man kann das erstmal nutzen, ohne viel an seiner Anwendung ändern zu müssen und kriegt eine Verbesserung der Situation. Es wird nicht alles gut, aber es wird ein bisschen besser. Also es wird schwieriger für einen Angreifer, bestimmte Dinge auszunutzen von fehlerhaftem Code, der eh schon vorhanden ist. Und man reduziert dadurch dann halt ein paar Standardrisiken, die wir immer noch haben, aber eigentlich nicht mehr haben wollen. Genau, aber auch wenn man jetzt in die Infrastruktur geht und sagt, der User Agent wird das schon richten, hat man da halt auch wieder die Probleme, wenn der User Agent das halt nicht richtet, wenn ein Bug im Chrome, Firefox oder in einem anderen Browser ist, dann ist es erstmal, dann skaliert das auch wieder wunderbar für den Angreifer, bis alle ihren Browser geupdatet haben. Aber auf der anderen Seite skalieren die Fixes auch relativ gut, weil bis alle ihre Anwendung geupdatet haben, das dauert noch länger, als bis alle Leute ihre Browser oder auch mobile Betriebssysteme, da ist ja auch oft heutzutage der Standard, dass man halt irgendwie ein Webview in der Mobile-App hat, also letztendlich auch nur eine Webseite rendert, aber das skaliert trotzdem noch besser, als alle Anwendungen zu fixen. Man wird aber auch abhängig von dieser Infrastruktur und vielleicht auch ein bisschen lazy, also
faul, weil die Infrastruktur macht das ja dann für mich, muss ich nicht mehr im Code machen. Da muss man also auch ein bisschen aufpassen, muss ich trotzdem, ich muss beides machen. Genau, das ist der Punkt. Genau, die Infrastruktur repariert es halt nicht. Das war in dem Vortrag heute Mittag, da ging es darum, was kann man auf der Code-Seite tun. Jetzt geht es darum, was kann man mit diesen Headern machen und worauf muss man achten. Also man muss trotzdem die Leute, die das bauen, trainieren, schulen, die Leute, die das einrichten und so weiter. Da kommt man nicht drum rum, das wird eher mehr und nicht weniger damit. Aber man, ja, genau. Was gibt's für Header? Ich habe die mal in so einer bestimmten Reihenfolge, weil manche sehen einfach aus. Man muss trotzdem auf ein paar Sachen achten und dann gibt's so ein paar komplexere, wo man länger drüber erzählen muss oder kann. Genau, deswegen sind die jetzt nicht so ganz in einer, also sie sind jetzt in einer bestimmten Reihenfolge, weil zum Beispiel auch der X-Frame Options, das kann man jetzt auch mit der Content Security Policy abdecken. Und da hat man auch mehr Möglichkeiten als der originäre Header. Das heißt, manche Header werden jetzt auch in diesen Policy Header integriert, so dass man wieder weniger hat, aber an der anderen Stelle halt mehr einstellen muss. So, fangen wir mit dem ersten an. Das klingt schon mal gut, ne? XSS Protection, cool, schalt mal ein, sind wir glücklich. Vielleicht. Das Problem an der Stelle ist, das ist ja quasi ein Filter oder sagen wir mal eine sehr intelligente Heuristik auf User-Agent-Seite, die versucht, bösartigen JavaScript-Code oder bösartige Dinge zu erkennen und dabei gleichzeitig sicherzustellen, dass alle möglichen Anwendungen funktionieren. Das heißt, diese Filter sind extrem fehlertolerant, weil das Schlimmste, was passiert, ihr ruft in eurem Lieblingsbrowser eine Seite auf und die geht nicht mehr. Dann geht ihr einfach zum anderen Browser oder zum anderen User-Agent und das will keiner. Genauso wie die Browser ja auch immer versuchen, alle möglichen kaputten Webseiten zu reparieren, dass sie vernünftig rendern, was halt auch ein paar Probleme macht, mit denen wir uns heutzutage herumschlagen. Das heißt, der Filter ist schön, der funktioniert in jedem Browser natürlich auch anders. Da ist eine andere JavaScript-Engine drin, da ist ein anderer Ansatz drin. Und die Defaults sind auch nicht unbedingt gut. Aber es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, das einzuschalten. Jetzt gibt es hier mehrere Optionen. Man kann ihn ausschalten. Also bei Chrome ist die Default-Option die zweite. Der ist an. Und der versucht, den bösartigen Code wegzufiltern, rendert trotzdem die Seite. Und der User merkt nichts davon. Außer wenn er jetzt seine Konsole offen hätte, was ja jeder User jeden Tag macht. Und sich die Browser-Warnings anguckt. Also der sieht davon nichts. Und merkt im Zweifel gar nicht, dass da irgendwas Komisches passiert. Das ist aber das Default-Setup von Chromium und Chrome. Im IE ist es zum Beispiel aus, also der macht das nicht von selber. Und in CTS gibt dann eine dritte Option, der soll das erkennen. Und wenn er was findet, dann soll er die Seite nicht mehr rendern. Das heißt, damit er sagt, ah okay, hier ist jetzt irgendwas kaputt, meine Seite kommt nicht. Und dann gibt es noch eine vierte Option, die ist relativ neu, die gab es am Anfang noch nicht. Das kommt aus der Ecke, dass man bei dem CSP, weil das sehr komplex ist, sehen wir nachher noch, auch so eine Report-URI eingefügt hat. Da heißt das Attribut übrigens anders, damit es mehr Spaß macht, ist das in jedem Header immer irgendwie alles anders. Anders mit den Quotes, anders mit den Attributen, ja, es hat jetzt Report. Und im CSP nachher heißt das Report -URI. Das heißt, kann man auch immer schnell falsch machen. Genau, in dem Fall würde er dann an irgendeine URL, die man da angibt, das hinschicken, dass da was war. Der User könnte die Seite benutzen, aber der Betreiber der Seite würde irgendwie mitbekommen, dass da was passiert. Deswegen gibt es hier auch ein, genau, also das ist, wenn man das nutzen will, dann ist das eher die empfohlene Einstellung als die 1. Weil das vielleicht eher das Risiko für den Nutzer der Anwendung erhöht, weil der merkt gar nicht, dass da was war und der Browser filtert das heimlich weg, in Anführungszeichen. Dann ist es vielleicht besser, den Filter ganz auszulassen. Da gibt es einen schönen Blogbeitrag, kann man sich durchlesen, da ist das so ein bisschen diskutiert, was der Vorteil und der Nachteil ist und ob
dann Protection 2.0 nicht besser ist als das mit der 1, was der Chrome als Default macht. Und wenn man die 1 haben will, dann lieber mit dem Block-Mode oder mit dem Report-Mode, sodass der Seitenbetreiber das zumindest mitbekommt. Genau, also schon der erste kann man nutzen, ist aber gar nicht so trivial, wie es aussieht. Der hier ist mal wirklich einfach. X-Content-Type-Options. Das kommt noch aus der Zeit, als alle möglichen Leute es nicht geschafft haben, vernünftige Seiten zu bauen und auch den Content, den sie zum User-Agent geschickt haben, vernünftig mit dem richtigen Header zu versehen, also mit dem Content-Header. Was haben also die User-Agents gemacht? Man sagt, okay, die Server schicken immer irgendeinen Header mit, aber das hat gar nichts, das ist gar kein JPEG, das ist ein PNG. Also gucke ich mal nach, was es wirklich ist. Darüber gab es halt auch eine ganze Menge Unfälle auf der User-Agent-Seite und potenzielle Angriffsszenarien. Genau, deswegen will man das eigentlich nicht mehr. Und ja, genau. Heutzutage sind die meisten Webserver und Anwendungen in der Lage, mit dem jeweiligen Content auch den richtigen Content-Type mitzuschicken. Und wenn es nicht passt, dann muss man es reparieren. Deswegen ist das eine Sache, die man eigentlich immer einschalten sollte. Aber wenn man jetzt wirklich so eine kaputte Anwendung hat, ist das halt auch eine blöde Idee, weil dann sieht sie vielleicht nicht mehr so aus oder funktioniert nicht mehr, die Webanwendung. Das heißt, den kann man auch nicht einfach benutzen. Man muss das vorher alles ausprobieren, weil wenn ich das mache, geht meine Seite vielleicht nicht mehr, weil ich gar nicht weiß, dass sie kaputt ist und der Browser repariert das immer heimlich, weil er nachguckt, was ich da schicke. Ob das jetzt wirklich ein JPEG oder was auch immer ist, ein HTML oder ein JSON, auch wenn es mit einem anderen MIME-Type im HTTP beim User-Agent ankommt. Und die Option stellt halt sicher, dass der Browser nicht anfängt zu raten, was ihr ihm geschickt habt, sondern sagt, okay, ihr habt gesagt, das ist ein JSON-File, dann behandle ich das jetzt auch wie ein JSON-File und mach kein Bild draus. Oder andersrum. Ich passe jetzt nicht plötzlich HTML aus dem JPEG raus. Ja, da gibt es ja auch lustige Dinge, die dann in der Vergangenheit funktioniert haben. Das schaltet man damit aus. Genau. Jetzt kommen wir zu einer etwas komplexeren Geschichte. Das ist das sogenannte, ihr seht jetzt hier, steht vorne, in der Abkürzung steht HPKP, aber offiziell heißt der Header Public Key Pinning Extension for HTTP. Nachher bei dem HSTS heißt es dann HTTP Security und so weiter. Ja? Also es macht immer Spaß. Weil jeder dieser Header hat zum Teil auch ein eigenes RFC und dann macht dann jeder immer alles anders. Einfach damit wir alle mehr Spaß haben, wenn wir solche Sachen benutzen wollen. Warum gibt es jetzt diese Public Key Pinning Geschichte im User Agent? Irgendwie ist das mit der Public Key Infrastructure auch so ein, die Idee ist ja jetzt auch nicht wahnsinnig neu. Dieser ganze Standard ist furchtbar alt. Und da hängen halt doch eine ganze Menge Probleme drin, die auch vor allem in den letzten Jahren sehr hart aufgeschlagen sind. Weil diese ganze PKI-Geschichte basiert darauf, dass es irgendwie so ein Vertrauensanker gibt. Den hat der Browser hart eingebaut. Das sind diese ganzen CAs, denen er einfach so vertraut. Und das ist halt die Grundlage von diesem ganzen System, von der ganzen Kryptographie, die da drunter liegt. Und wenn jetzt dieser Vertrauensanker halt irgendwas macht, was uns nicht in den Kram passt, zum Beispiel, dass eine zweite CA auch ein Zertifikat für meine Webseite ausstellt und der Browser vertraut der, dann könnte ein Angreifer darüber, und das ist ja auch tatsächlich passiert, es wurde ja genutzt, solche Möglichkeiten. Um dann halt sich in Sessions zu hacken und so, weil ich merke das als User nicht, ich gehe auf die Seite, die sieht aus wie immer, das Zertifikat passt, aber ich bin ganz woanders und ich habe keine Chance, das zu sehen. Und dieses Public Key Pinning ist genau eine Option, um also ich als Betreiber von so einer Webseite auf dem Server, ich kann jetzt dem User Agent sagen, welchen öffentlichen Schlüsseln vertraue ich eigentlich. Das macht genau dieser Header.
Also wirklich der Schlüssel und nicht die Zertifikate. Das ist ein Hash über den Public Key. Und der User Agent guckt danach, wenn er diesen Hash findet in diesem Header, guckt er alle Keys an von der Chain bis hoch zur Wurzel. Und wenn einer matcht, dann passt es, dann macht er weiter. Und wenn nicht, dann zeigt er die Seite nicht mehr an. Ja? Und das sieht dann zum Beispiel so aus. Und auch hier, es muss immer mindestens zwei solcher Pins geben. Warum ist das so? Es kann ja sein, dass irgendwas, wenn das jetzt der aktive Public Key ist für das Zertifikat, das auf der Seite liegt, das läuft aus. Das gibt irgendein Problem, weil der Private Key irgendwo hingekommen ist, wo er nicht hin sollte. Oder es gab ein OpenSSL-Problem und man konnte den Private Key remote auslesen. Ist halt blöd. In dem Fall muss ich das Zertifikat invalidieren und ein neues ausstellen. Jetzt hat sich der Browser gemerkt, du darfst nur mit diesem Schlüssel hier hinkommen. Deswegen hat man immer so einen Fallback-Key da drin. Der ist lebensnotwendig, wenn man damit anfängt. Es hängt noch ein bisschen mit dem Max-Age zusammen, was man mitschickt. Und dann kann man mit diesem zweiten Pin quasi dieses Key-Paar, das hat man schon irgendwo im Schrank liegen. Und dann nimmt man das und holt sich ein neues Zertifikat und dann ist das aber trotzdem validiert. Man kann aber, wie gesagt, die Keys, das kann in der kompletten Kette sein, bis hoch zur CA. Ich kann auch sagen, ich nehme das Root CA, den Public Key und den Hash davon, dann vertraue ich halt immer dieser CA, weil ich würde, beziehungsweise der User Agent, also der Browser, würde dann allen Zertifikaten für meine Seite von dieser CA vertrauen, aber nicht von allen anderen. Darüber kann ich das also steuern, wem vertraue ich als Betreiber dieser Webseite, wer darf Zertifikate oder Schlüssel für mich in Umlauf bringen oder signieren. Das kann ich darüber sehr genau steuern, weil die Browser, wenn man da in den Trust Store schaut, da stehen, weiß nicht, ein paar hundert CAs drin. Den vertraut ihr einfach allen so. Das ist aber die Realität. Und jetzt ist man zumindest als Webseitenbetreiber in der Lage, diese Menge an implizitem Vertrauen wieder einzuschränken auf Dinge, wo man sagt, okay, ist jetzt nur noch Let's Encrypt oder wer auch immer. Oder meine eigene PKI, weil ich das nur intern benutze. Und dann stellt der User Agent, also der Browser, sicher, dass auch kein Key da benutzt wird, der nicht aus dieser vertrauenswürdigen Gruppe stammt. Also man kann ja auch, Minimum sind zwei Hashes, aber man kann da auch deutlich mehr reinmachen. Ihr seht, hier gibt's auch wieder so ein Reporting, das ist jetzt auch mit Report-URI. Da kann man also eine beliebige Domain angeben und da schickt der Browser dann Informationen hin, wenn er das validiert oder wenn Fehler auftreten. Dann gibt's hier auch ein Max-Age. Das ist dafür da, diese Pins merkt sich der User Agent so lange. Das sind jetzt 10.000 Sekunden. Das heißt, wenn ich heute auf die Seite gehe und morgen wieder, dann hätte er die Pins vergessen. Und dann könnte ich auch mit einem anderen Key, würde er das wieder validieren. Er würde also diesen Check nicht mehr machen. Damit kann man halt so ein bisschen rumspielen, weil, also da gibt's verschiedene Ansichten. Das eine ist, habe ich halt auch schon mal erzählt, das nennt sich Tofu. Das ist jetzt nicht Text oben und Fullquote unten, sondern jetzt habe ich vergessen, was das Dekronym ist. Das ist halt, dass ich, wenn ich das erste Mal die Seite besuche, schickt er mir halt diese Pins mit. Und dann merke ich mir die für eine bestimmte Dauer. In dem Fall wäre das quasi so eine Art, solange ich da auf der Seite bin, also für die Dauer der Session, wenn ich alle 10.000 Sekunden mal klicke, dann kann mir in der Zwischenzeit keiner ein anderes Zertifikat unterjubeln. Weil ein Teil der Angriffe, die ja tatsächlich passiert sind, beruht ja darauf, dass man vielleicht schon im ersten Schritt auf der echten Seite ist und danach erst die Session gekapert wird und man woanders hin umgeleitet wird. Und das würde jetzt aber auffallen. Aber nur während der Session. Wenn man den Wert größer macht, muss man dann halt aufpassen, wenn jetzt so wie viele das jetzt nutzen, Let's Encrypt benutzt, dann läuft das Zertifikat ja spätestens alle 3 Monate aus. Und wenn ich hier nicht genug Hashes vorrätig habe, habe ich quasi so ein Self-DOS.
Weil wenn der Browser, ich habe dann mein neues Zertifikat eingespielt, alles super, aber leider kennt der User Agent von eurem letzten Besuch den neuen Hash nicht, weil das ein neuer Key ist. Und dann kommt ihr nicht mehr auf die Seite. Oder die Leute, die eigentlich dahin wollen, kommen nicht mehr auf eure Seite. Und die Browser, da gibt's auch keine Exception mehr. Ich zeig das gleich mal. Mit dem anderen Header, mit dem HSTS-Header. Ich kann das mal ganz kurz schon mal zeigen, wie das aussieht. Da kommen wir gleich hin. Wir gucken noch ein paar Sachen an heute. Genau. Also wenn jetzt hier so ein HTTPS-Fehler auftritt, ja, dann sagt ihr, da stimmt irgendwas nicht. In dem Fall ist jetzt der Name nicht richtig, aber es wäre auch mit dem Kind. Dann gibt's hier diesen Advanced-Button und dann kann man hier drauf sagen, ja, ich weiß schon, was ich mache. Ich bin schon groß. Lass mich mal dahin. Wenn ihr jetzt diesen Header benutzt, dann gibt's den Button da unten nicht mehr. Das heißt, ihr kommt da nicht mehr hin. Es ist wirklich, ich zeige das nachher gleich, wie das funktioniert. Und ja, das ist hier zum Beispiel auch ein Let's Encrypt-Zertifikat, aber da ist halt in dem Sun nicht diese Domain drin. Das zeigt aber auch auf den Server. Aber das ist halt, um das mal zu demonstrieren. Und jetzt kann ich da halt draufklicken, da ist jetzt nichts drauf. Und vor allem habe ich jetzt kein Internet. Aber hier geht das, jetzt nehmen wir mal das Open, weil das vorhin mit dem anderen nicht ging. Zack. Ah, ich habe da kein Autoconnect drauf, genau. So, jetzt lässt er mich dann irgendwann vielleicht dahin, weil ich gesagt habe, ja, mach mal, ich weiß, das ist kaputt, aber das passt schon. Und das ist nämlich was viele Leute... geht jetzt hier nicht. Aber um das halt zu demonstrieren, mal gucken, ob man jetzt wieder hinkommt, jetzt kommt man ja nicht mehr hin, aber ich hatte es offen, ihr habt das gesehen, also ich kann das umgehen. Und wenn ihr so einen Header benutzt, dann könnt ihr das nicht mehr umgehen. Dann sagt er, hier ist was kaputt und du kommst da nicht hin. Und dann ist Ende Gelände. Und dann kommt man da nicht hin. Ja, also das ist auch bei dem HSTS ist das genauso. Der läuft dann, also der macht dann richtiges Enforcement, wenn man diese Header benutzt. Und da kommt ja auch nicht mehr raus. Also der Standard-User eurer Webseite kommt da nicht mehr raus ohne fremde Hilfe. Ich zeige euch, wie man das machen kann, wenn das nur dynamisch übermittelt ist. Im Chrome gibt's da Optionen, da kann man sich das angucken. Was hat er gerade für Header? Von wann sind die? Das zeige ich gleich noch. Aber dieser Header verändert das Verhalten des Browsers im Fehlerfall. Das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht bewusst. Genau, kommen wir mal zum HSTS. Was macht der jetzt? Der stellt sicher, wenn man eine Seite hat, die man per HTTPS betreibt und möchte, dass die Leute da nur noch über dieses Protokoll da hingehen, dann kann man das jetzt auch sagen, lieber User Agent, wenn du das nächste Mal kommst, das ist mir egal, ob der da jetzt HTTP hinschreibt oder gar nichts. Nimm einfach den sicheren Kanal und alles ist gut. Und dieser Header macht genau das Gleiche. Also der verändert auch das Fehlerverhalten des Browsers. Da kommt jetzt ganz viel. Die Folie ist kaputt. Aber das macht nichts. Genau, die Folie hat den falschen Header. Das kennt er auch schon. Weil es in dem anderen Vortrag die Frage gab, wofür braucht man noch HTTP-Seiten? Das ist jetzt eine Google-Seite. Google macht ja alles per HTTPS. Wie ihr seht, das ist nicht HTTPS, das ist HTTP. Und das ist auch noch die PKI-Seite. Wie kommt das? Das ist eigentlich relativ trivial, weil alles, was ich hier runterladen kann, ist schon kryptografisch gesichert. Eine CRL, ein OCSP-Response und so weiter ist immer kryptografisch signiert. Ich muss also den Kanal nicht nochmal sichern, weil es ist schon gesichert, die Daten, die ich übertrage. Und vor allem macht man solche Domains auch immer gezielt per HTTP verfügbar, weil wenn man jetzt zum Beispiel OCSP oder andere Sachen aktiv hat und er sagt, lieber Browser, wenn du das nicht checkst, dann darfst du nicht zu dieser Domain, und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind auf einer bestimmten Webseite und der Browser versucht jetzt das OCPS
also abzufragen, ob das Zertifikat noch gültig ist, oder die CRL runterzuladen. Und er kommt auf eine HTTPS-Domain, wo das Zertifikat abgelaufen ist. Dann sind wir in einer Endlosschleife und kommen da nie wieder raus. Und dann ist die Infrastruktur kaputt. Und deswegen gibt es bestimmte Teile, gerade was PKI angeht, also das ist auch nicht so trivial, wie es immer aussieht, die man nicht per HTTPS haben möchte, weil man sonst in Situationen geraten kann, aus denen man nicht so ohne weiteres wieder hinauskommt. Weil wenn ich mein HTTPS-Zertifikat von der einen Domain validieren möchte und zufällig der OCSP-Domain-Zertifikat abgelaufen ist, aus was für einem Grund auch immer, dann bricht das Ganze. Deswegen gibt es zum Beispiel hier auch bei Google Domains, die nicht per HTTPS, sondern per HTTP ausgeliefert werden. Und wenn wir jetzt in das Zertifikat reinschauen, dann sehen wir auch, dass diese ganzen relevanten URLs, also zum Beispiel der CRL Distribution Point, der ist auch absichtlich per HTTP da drin und nicht per HTTPS, um genau das beschriebene Problem zu vermeiden. Weil die CRL an sich ist ja schon kryptografisch gesichert, weil die ist signiert von der CA. Ich muss den ja nicht nochmal während des Transports sichern, da ändert sich nichts dran, da kann nichts passieren. Und die Informationen, die drinstehen, die sind öffentlich. Aber manche machen dann halt wirklich alles und dann tut das irgendwann mal weh, irgendwann in der Zukunft. Das weiß man jetzt noch nicht. Es laufen immer mal Zertifikate aus. Das hatten wir bei Java, Microsoft, das haben alle schon hingekriegt. Und wenn ich hier das dann noch, dann kann das sehr schmerzhaft und leidvoll werden, das wieder aufzuräumen. Genau, das ist nur so ein kleiner Ausflug, warum man vielleicht doch nicht alles über HTTPS ausliefern möchte. Genau. Was gibt's jetzt hier noch zu beachten? Genau, also ich habe ja eben schon mal gezeigt, wenn das mit dem Internet noch irgendwie funktioniert, müssen wir mal gucken. Dann probiere ich den mal. Da muss man sich auch nicht extra anmelden, ne? Genau. Ach, Quatsch, ja. Ach, diese blöden Buttons. Mal sehen, ob das besser geht. Das sieht auch nicht viel schicker aus. Ah, doch, jetzt geht's. Genau. Dann können wir nochmal zu der anderen Seite gehen. Weil bei dem HSTS haben wir auch noch, genau, da kommen wir gleich hin. Wo war denn jetzt meine Domain hier? Nee, das ist was anderes. So, jetzt ist ja noch ein HTTPS von dran kleben. Der geht ja jetzt vielleicht hin, weil ich ihm das ja vorhin erlaubt habe. Genau. Also ja, habe ich ja gesagt, boah, das ist mir egal, geh da mal hin, das passt schon. Jetzt gibt es im Chrome eine schöne URL. Da ist sie. NetInternet. Da gibt es auch noch ein paar andere Sachen. Da gehe ich jetzt aber nicht weiter drauf ein. Da kann man sich alle möglichen Krempel intern angucken. Warum ist die wichtig? Die ist wichtig, wenn man damit rumexperimentiert, weil ihr seht hier schon, man kann hier irgendwie Domains hinzufügen und sagen, ja, du hast jetzt hier STS und PKP und ich kann hier auch Fingerprints übergeben. Also ich kann dem Browser das direkt setzen und dann merkt er sich das. Ich kann das löschen und ich kann auch abfragen, ob er dafür schon irgendwas hat. Wenn ich jetzt hier abfrage, dann sagt er wahrscheinlich not found. Genau, jetzt kann ich hier sagen, zack, ich will da jetzt aber mal was haben. Ich tue jetzt mal so, als ob die Seite den Header mitgeschickt hätte. Dann kriegt man hier unten zwei Rubriken. Auf die obere gehe ich gleich noch ein. Dann ist es nämlich hardcoded im Browser und dann tut's richtig weh, wenn ihr eure Prozesse und Infrastruktur nicht im Griff habt. Und jetzt wurde der Header halt dynamisch gesetzt. Ich habe den jetzt einfach hier eingetragen, aber üblicherweise schickt den der Server mit. Und dann steht hier unten bei Dynamic drin, ja, okay, so ist das jetzt. Jetzt gehen wir mal wieder auf die Seite und gucken mal, ob wir da noch hinkommen. Weil er hat ja jetzt da so einen Header. Also da sagt er jetzt, das ist jetzt eigentlich nicht mehr erlaubt. Ah, verdammt. So, wo war die? Nee, dann machen wir einfach eine neue. So. Wenn wir da jetzt wieder hingehen,
Eigentlich muss ich jetzt nicht mehr HTTPS tippen, ne? Der hat sich ja jetzt gemerkt, dass er da immer per HTTPS hingehen soll. In dem Fall, weil ich jetzt eine Exception schon drin habe. Warum geht das jetzt? Muss ich gleich nochmal gucken. Ich habe es ja jetzt nur so halb richtig gesetzt und nicht tatsächlich vom Server übertragen. Aber ihr habt zumindest gesehen, er hat automatisch das Protokoll gewechselt. Ich habe da ja gar nicht HTTPS hingeschrieben. Und jetzt muss ich noch mal gucken. Weil eigentlich hat er das ja jetzt hier drin stehen. Er hat auch automatisch include subdomains geschickt. Darauf bin ich noch nicht eingegangen. Auch beim Public Key Pinning Header. Man kann auch immer sagen, ja, für meine Hauptdomain, wie jetzt in dem Fall, dalini.de, das gilt auch für alle Subdomains. Das heißt, www.abc.abc.abc.dalini.de und so weiter, die würden dann alle nur noch diese Public Keys akzeptieren und beim HSTS auch nur noch per HTTPS aufgerufen werden. Das heißt, dieses Flag include Subdomains muss man ein bisschen mit Vorsicht behandeln, vor allem wenn man eine externe Seite hat, aber auch interne Domains nutzt, die quasi Subdomains von dieser Domain sind. Wenn dieses Flag gesetzt ist, dann kann es passieren, dass der Browser da gemeine Dinge tut, weil er dann sagt, na, das ist aber hier nicht so vorgesehen. Jetzt muss ich hier nur noch mal gucken, warum der, wahrscheinlich weil ich die andere noch offen habe. Wo ist jetzt dieser andere Tab? Genau. Aber mal weiter im Text. Was man noch machen kann ist, man kann, also ihr seht das hier, da steht jetzt irgendwas von preloaded, weil ich habe ja immer noch diesen First Contact, das First Contact Problem. Das heißt, wenn ich vorher noch nie auf dieser Webseite war, dann weiß ich ja gar nicht und vor allem weiß der User Agent nicht, dass die Seite eigentlich gar nicht per HTTP, sondern nur per HTTPS aufgerufen werden möchte. Dann gehe ich dahin, dann macht er den Redirect. Das ist die Stelle, wo man angreifbar ist. Wenn man irgendwo im Internetcafé im offenen WLAN sitzt, dann kann er hier mitlesen oder ich hänge auf dem falschen Proxy und der macht dann lustige Sachen. Und ich merke das gar nicht und dann bin ich nicht auf meiner HTTPS-Seite, sondern auf irgendeiner anderen. Und deswegen gibt's hier die Option, hier kann man jetzt eine Domain eingeben und sagen, ja, guck mal, ob der Header da ist und ich möchte gern, hier stehen ganz viele Details dazu, wie das funktioniert, ich möchte da gern jetzt hier nicht nur dynamisch, das heißt, ich schicke das mit, sondern lieber Browser, ich sag dir, ich übermittle das da jetzt auf dieser Webseite, das kommt dann ins Chromium-Projekt. Das dauert ungefähr, je nachdem, wie oft ihr es checken, 1 bis 2 Monate. Dann bubbelt das von Dev über Beta in den finalen Release vom Browser und dann ist das im Source Code vom Browser hinterlegt. Das sieht dann so aus. Ah, hier ist die andere. Machen wir die mal zu, mal sehen, ob es dann geht. Da kommen wir gleich zu. Genau, das ist jetzt die JSON-Variante, das gibt es auch als C++-File. Und ihr seht, das ist hier wirklich im SourceTree vom Chromium drin und das hat dann der Chrome auch drin. Hier steht jetzt am Anfang ganz viel Google-Zeug drin, weil die machen das ja. Ihr seht auch, man kann ja auch diese PKP-Header fest verdrahten oder die stehen dann halt hier unten bei dynamisch drin. Ich habe jetzt keinen mitgeschickt. Oder die tauchen dann hier auf, wenn wir jetzt hier zum Beispiel google.com eingeben. So, dann sehen wir hier, okay, Subdomains ist true, die PKI haben sie irgendwie excluded, ne? Die können das halt. Für uns ist es dann wieder schwieriger. Und hier seht ihr auch, hier sind auch Hashes hinterlegt. Das heißt, das ist extrem schwierig, außer man tauscht den Code vom Browser aus. Es ist wirklich hardcoded im Browser, Quelltext, einkompiliert. Sind diese Informationen drin und so sehen die halt ungefähr aus. Also das sind jetzt die ganzen Google-Sachen, die haben noch ganz viele Keys drin. Genau.
Gehen wir mal weiter runter. Hier sind jetzt so alle möglichen anderen Domainnamen. Ja, seht ihr, blah, da kann man sich halt wirklich auf dieser Seite, kann man das eintragen. Voraussetzung ist halt, dass dieser HSTS-Header mitgeschickt wird, weil sonst könnte ja jeder einen da eintragen. Das wäre doof. Und auf einmal geht die Seite nicht mehr, weil die wird gar nicht über HTTPS ausgeliefert, sondern nur über HTTP. Und es ist im Moment auch so, dass man den Include Subdomains, der muss auch auf True stehen und mitgeschickt werden. Ansonsten kann man nicht auf diese Liste drauf. Wenn ich da jetzt mal die Domain hier eingebe, dann sagt er, ne, das geht aber nicht, weil irgendwie kommt da ja gar nicht der Header. Genau. Beziehungsweise hier ist sogar die Zertifikatkette kaputt. Super. Nee, weil das haben wir ja eben schon gesehen, der Name passt nicht, der im Zertifikat steht. Ja, also der macht hier ein paar Hintergrundchecks. Wenn wir jetzt hier google.com hinschreiben, dann wird er sagen, ja, das kenne ich schon. Ah, nee. Ah. Cool, oder? Aber ihr habt ja gesehen, es ist schon im Source Code drin. Ich nehme mal was anderes, da wo ich arbeite. Wir haben das auch drin. Jetzt checkt er das und ihr seht auch, das ist schon in der Preload-Liste drin. Und wenn das nicht drin ist, dann kann man sagen, ich will da drauf. Das heißt, wenn ihr auch diesen HSTS-Header mitschickt und nicht auf die Preload-Liste wollt, kann euch da jemand eintragen. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Nee, ihr müsst auf jeden Fall auch den, hier unten steht das nochmal, das muss auf jeden Fall spezifiziert sein. Das muss true, ich weiß gar nicht, ob es true sein muss, aber es muss auf jeden Fall spezifiziert sein im Header, den der Server ausliefert. Und nur genau dann, wenn. genau, ich habe eins vergessen, es gibt noch einen Flag. Preload muss man auch noch hinschreiben. Also der Server kann schon ein bisschen entscheiden, ob man da drauf kommt oder nicht. Also den Deny of Service gibt's nicht mehr. Es gibt noch einen Flag. Das muss ich mitschicken. Wenn ich also auf die Preload-Liste möchte, dann muss ich bei dem HSTS-Header auch noch das Flag Preload mitschicken. Das wird hier validiert und dann kann ich auf diese Liste drauf. Genau, jetzt probieren wir nochmal. Jetzt habe ich ja alle Dalini-Seiten zugemacht. Ob er mich da jetzt hinlässt? Ja, irgendwie hat er die. Naja, der ist jetzt noch in Memory. Wahrscheinlich muss ich ihn einmal neu starten, damit das jetzt greift. Wir können das aber mal kurz mit dem anderen machen, weil bevor ich jetzt nämlich gleich das Update mache. So, genau. Wenn ich das jetzt abfrage, dann sieht man, es gibt keinen Header. Wenn ich jetzt auf die Seite gehe, der macht keinen Redirect, deswegen muss er einmal mit HTTPS aufrufen. Dann kriegt er den Header. Jetzt habe ich den nicht von Hand gesetzt. Wenn ich das jetzt wieder abfrage, ist der dynamisch drin. Und wenn ich jetzt mein Chrome update, seht ihr, ist eine neue Version da, nämlich die 51. Und in der 51 Public Version ist jetzt diese Domain mit drin. Wenn ich jetzt hier auf... Achso, ich habe das vorhin abgebrochen. Genau, wenn ich das jetzt ausführe... Warten wir mal kurz. Dann wird auch bei Static die Domain auftauchen. Jetzt sind wir auf der 51. Man kann das schön mitverfolgen. Man kann sich auf den Dev-Channel oder den Beta-Channel subscriben. Dann sieht man dann schon, dann ist das war auch schon jetzt die ganze Zeit in der 51 Beta drin. Und der wurde jetzt vor ein paar Tagen released. Man sollte dann also auch immer den Release-Kalender vom Chrome im Auge behalten. Dann weiß man, ab wann das hart greift. Und wenn wir jetzt hier wieder hingehen und das abfragen, dann sehen wir hier, das ist jetzt auch statisch da drin. Das heißt, ich kann das jetzt hier oben zwar löschen, dann fällt zwar der dynamische hier unten, der dynamische Header raus, aber der statische bleibt drin. Und wenn wir es jetzt hier erfragen, sieht, das ist jetzt weg, aber statisch ist es noch da. Das heißt, der enforced das jetzt immer noch, auch wenn ich den dynamischen, jetzt hat er den dynamischen natürlich auch wieder oder so und das auch mit Subdomain, also das funktioniert dann einfach. Und man kommt da nicht wieder raus. Jetzt haben wir den Browser neu gestartet. Jetzt können wir das hier auch mal testen. Jetzt dürfte... Aha, warum macht er das noch? Ja, der hat diese Exception irgendwie gespeichert, die ich ihm vorhin gegeben habe. Wenn man jetzt... Ich kann mal www probieren. Was? Genau. Und jetzt seht ihr hier, es gibt keinen Button mehr.
HSTS, das verändert das Fehlerverhalten vom Browser. Ihr kommt nicht mehr auf diese Seite drauf, wenn ihr mit HPKP und HSTS-Header benutzt, dann nehmen die das alle ernst. Und das, diese HSTS-Liste oder wenn ihr den Header mitschickt, also es muss gar nicht statisch sein, das reicht auch, wenn das, ihr seht, das war jetzt ein rein dynamischer Header, den ich gesetzt habe, ja. Wenn der sich das einmal gemerkt hat und der Timeout lang genug ist und ihr habt irgendeinen Fehler in eurem neuen Zertifikat oder im Protokoll oder irgendwas passt nicht mehr, dann kommen eure Website-Besucher nicht mehr auf diese Webseite drauf. Und der normale Nutzer, der wird nicht da mit dieser internen URL. Und was soll ich da löschen? Das funktioniert nicht, ja. Also da muss man wirklich sicherstellen, dass das Zeug dann auch funktioniert, weil man hat dann hier zwar noch Advanced, aber hier kriegt man nur noch viel Text und eben keine Handlungsoption mehr. Ist Ende. Feierabend. Das ist im Firefox so, das ist im Edge und im aktuellen IE auch so. Ihr kommt da nicht wieder raus. Was eine schöne Seite ist, um zu schauen, ah nee, das ist CSP. Ich wollte eigentlich auf die... Ja, ich kann ja jetzt hier auch einfach HSTS eingeben. Und dann seht ihr, dass, wer das unterstützt, seit wann das unterstützt wird. Das ist eine schöne Seite, kennerus.com, kann ich nur empfehlen. Kann man auch alle möglichen CSS-Features und so weiter abfragen und kriegt hier... Man kann auch gucken, wie die Nutzung der Browserversion ist. Das ist ein super geiles Tool. Und ihr seht halt vor allem, ab wann das Feature von ist. Also wenn ich jetzt mit dem der Hinweis für den User wäre, dann nutze den IE9, weil der benutzt diesen Header nicht, das heißt, der kommt auf die Seite. Aber die modernen, alle aktuellen Versionen, bis auf Opera Mini 8, oder naja, bei Android ist das immer so eine Sache, ne, wo man drauf läuft, in dem Fall geht es, wird es auch schon relativ lange unterstützt. Aber wenn die mit irgendwas davon kommen, dann kommen sie halt nicht mehr auf die Seite. Ja? So wie das jetzt hier in dem Beispiel ist. Ja. Und da gibt es auch keinen, ich weiß schon, was ich mache, Button mehr. Den gibt es einfach nicht mehr. Genau. Also hier kann man es registrieren. Der Nachteil von der Preload-Liste ist, die funktioniert als Super-Cookie. Weil man über clevere Abfragen an den User-Agent rausfinden kann, auf welchen Seiten derjenige schon mal war. Das ist wieder so ein Timing-Angriff. Da habe ich jetzt keinen Link dabei. Also nichts kommt, nothing is for free. Dann sind zwar die Nutzer geschützt, auch beim ersten Zugriff auf die Seite, wenn sie noch nie auf der Domain waren. Aber man kann dieses, können wir mal kurz nach googeln, HSTS Super Cookie. So ein bisschen wie die, also da gibt's schöne lange Blogposts, wo das erklärt wird, wie das funktioniert und also wie diese, genau, ihr kennt das vielleicht von Flash und Co., aber diese HSTS-Geschichte hat das Problem inhärent auch. Und hier ist beschrieben, wie das funktioniert, also auch dieses Feature kommt nicht ganz ohne Preis. Genau. Aber das ist nur für Domains, die da drauf sind, weil man, also das geht nur mit Domains, die da drauf sind, wenn der User schon mal da war. Genau. Also man muss sich entscheiden. Entweder oder, beides gibt's gerade nicht. Und ich glaube, das Problem ist immer noch da, weil das ist inhärent, das kann man nicht trivial lösen. Genau. Also auch HSTS und Preload hat eine zweite Seite der Medaille. Genau. So, ich glaube, das ist erstmal alles zu HSTS. X-Frame Options, nochmal was Einfaches. Genau, X-Frame Options ist ein ganz einfacher Header, der einfach dieses Problem der Framebuster löst. Was ist ein Framebuster? Also Frames ist die Möglichkeit, Content einer anderen Seite auf der eigenen Seite darzustellen. Und manchmal möchte man nicht geframed werden aus diversen Gründen. Man kann ja auch darüber verschiedene
Angriffsmodi fahren, weil man kann den Content Frame ja auch unsichtbar darstellen. Und dann klickt man gar nicht auf der Seite, sondern in der anderen. Und vielleicht gibt es auch noch andere Gründe, weil irgendwer quasi meinen Content mitbenutzt bei sich auf der Seite, wenn er clever framed, und dann möchte ich nicht geframed werden. Da gibt es alle möglichen und unmöglichen JavaScript-Variationen, um das zu verhindern. Das Problem ist, JavaScript kann man abschalten. Ja, dann rendert die Seite vielleicht auch nicht mehr so schön. Aber da ja der Parent from Frame hat halt einen Haufen Control auch über den Content, der geframed wird. Deswegen sind diese ganzen sogenannten Framebuster JavaScript-Varianten nicht, also die kann man irgendwie immer angreifen und umgehen. Und dieser Header, den kann man halt nicht so einfach, den kann man nicht so einfach angreifen oder umgehen. Weil jetzt macht's wieder die Infrastruktur, also der User Agent für mich. Ich schicke einfach den Header mit und sag entweder nö, gar nicht. Dann macht der Browser das auch nicht mehr. Ja? Oder ich sag ja nur ich selber darf das, und ansonsten, wenn ich dann von einer anderen Origin aufgerufen werde, also von einer anderen URI, dann wird meine Seite nicht mehr gerendert. Oder eine Option ist, ich kann eine Domain angeben, die also nicht der Origin entspricht, und die kann mich dann framen. Ist halt doof, wenn ich das brauche und vielleicht mehr als eine brauche. Deswegen übliche Settings sind hier deny, und das wird, glaube ich, auch nicht von allen Browsern unterstützt. Übliche Settings sind hier deny or same origin, und das ist halt deutlich effizienter. Ich habe keinen komischen JavaScript und muss da nicht auf meiner Seite rumbasteln, dass die nicht geframed wird, sondern der Browser stellt das sicher. Das kann man jetzt aber auch mit dem nächsten Header machen, mit dem CSP-Header. Das heißt, ich brauche den X-Frame-Options-Header gar nicht mehr. Ich kann das alles mit der Content-Security-Policy erledigen. Und da habe ich auch die Option, mehrere Domains anzugeben. Das heißt, hier habe ich nicht diese Einschränkung von dem Header, sondern ich kann da auch 10, 20, keine Ahnung, wie viel auch immer, meinen Content benutzen dürfen. Die schreibe ich da alle rein und das funktioniert. Das geht hier halt nicht. Genau, kommen wir zum letzten. Es ist auch der komplexeste. Content Security Policy. Ja, da steht jetzt irgendwas mit Policy. Gucken wir mal, was das genau macht und wo man hier vielleicht drauf achten sollte. Kann nämlich auch wehtun, wenn man das einfach einschaltet. Im Prinzip kann ich jetzt hier so ein Whitelisting machen. Also ich kann sagen, von wo darf irgendwelcher Content auf meine Seite eingebunden werden. Weil jetzt ist es ja so, auch wenn so ein XSS-Angriff erfolgt und er lädt ein JavaScript von sonst wo. Jetzt bin ich mit diesem Header, ist der Seitenbetreiber in der Lage zu sagen, ja, aber ich will nur JavaScript von meiner Domain und von der Domain. Und wenn der JavaScript irgendwo anders herkommt, dann schmeiß ihn einfach wieder weg und führe ihn gar nicht erst aus. Das ist quasi Whitelisting. Ist auch immer der, wenn man Security macht, will man eigentlich immer irgendwie mit Whitelisting und nicht mit Blacklisting arbeiten. Und genau der Ansatz wird hier auch verfolgt. Da steht jetzt auch noch Including Protocol. Das heißt, ich kann hier sogar auch sagen, ob er den Content per HTTP oder per HTTPS da abholen soll. Das kann ich hier auch vorgeben. Ich kann das pro Ressource steuern. Das ist jetzt, ich glaube, das ist nicht mehr ganz vollständig. Es gibt inzwischen schon eine neuere Version vom CSP. Aber ihr seht, okay, das hat man nicht in 2 Minuten fertig gemacht. Da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Man kann jetzt also für die Base URI, für Child Sources, also da, wo die Sachen her, Connect ist für XML Requests, XHTTP Requests und so weiter, oder für Web Resources, Font, Form, Frame, also ich kann, also hier ist Frame Ancestor, ist genau das Äquivalent zum X-Frame Header, den wir gerade vorher gesehen haben. Damit kann ich genau den gleichen Effekt erzielen, aber ich kann hier zum Beispiel mehrere Quellen angeben, die mich framen dürfen, was bei dem anderen nicht geht. Style ist für CSS, Script ist für JavaScript, Image für Bilder. Man hat ja vielleicht auch ein CDN irgendwo liegen, dann muss ich das ja irgendwie erlauben. Ja? Das kann ich also auf dieser Ebene machen. Ich kann auch steuern, welche Plugins dürfen laufen im User Agent, wenn meine Seite dargestellt wird und welche nicht. Das heißt, wenn mir jetzt jemand da ein Flash unterjubeln will, dann kann ich das auch sicher unterbinden. Hier gibt es auch wieder so eine Report,
UI. Style habe ich doppelt drin. Und dann gibt es hier noch Upgrade Insecure Requests, wenn man alten Legacy-Kram an der Backe hat, den man codemäßig nicht aktualisiert kriegt und da überall noch HTTP-Doppelpunkt-Hardcode drin steht. Sowas sollte man halt nicht machen, aber wird halt oft gemacht. Dann macht der Browser das und requestet das alles per HTTPS oder ich habe halt den HSTS-Header und so weiter, dann kann man das umgehen. Es gibt auch einen Default Source und das heißt Default Source, weil es alle Typen hier oben mit Source hinten dran umfasst. Das heißt, wenn ich sagen will, lad nur JavaScript, Bilder und so weiter von meiner Domain, dann mache ich Default Source same origin. Also wie es genau ist, sehen wir gleich. Self ist es, glaube ich. Aber das gilt dann nicht für BaseUri, FormAction, FrameAngesses, PluginTypes, ReportUri und Sandbox, alles, was kein Source hinten dran hat. Das heißt, wenn ich das nicht setze, ist es von überall erlaubt. Die Default-Policy, weil wenn ich keine mitschicke, ist so wie bisher auch, das ist quasi rückwärtskompatibel, weil der Browser lädt das ja jetzt auch von überall, bis auf ein paar Ausnahmen. Ich kann jetzt nicht überall einen Request hinten machen, aber jetzt kann ich es genau steuern. Und das heißt, wenn ich nicht geframed werden möchte, dann muss ich das trotzdem separat angeben. Genau, wie geht man mit CSP vor? Vorsichtig. Ja, weil wenn man diesen Header mitschickt und da einen Fehler reinschreibt, dann sagt der, dann rendert der User Agent vielleicht die Seite nicht mehr, weil er JavaScript nicht mehr lädt, weil das vielleicht auf einer Subdomain liegt. Dumm gelaufen. Deswegen kann man jetzt pro Ressource, die wir oben gesehen haben, kann man sagen, ich mache keine Requests von Daten irgendwo hin. Gar nicht. Ausschalten. Self. Alles, wo ich auch herkomme. Same Origin Policy. Und dann gibt's hier noch so zwei Dinge, die heißen schon extra unsafe. So nach dem Motto, know what you do. Also unsafe inline und unsafe evil. Was bedeutet das jetzt? Ja, steht schon dahinter, ich habe es schon gelesen. Aber viele Seiten haben inline JavaScript und CSS. Und dann kann ich halt hier sagen, ja, okay, von mir darfst du das. Aber das bedeutet auch, wenn ich ein XSS-Problem habe ich das halt immer noch. Wenn ich unsafe inline hinschreibe, dann sagt er, alles, was an Inline-Code da ist, führe ich aus. Viel Spaß. Und unsafe evil ist genau das, was da steht. Das heißt, die evil-Funktion wird erlaubt und dann hat mein Angreifer genauso viel Spaß wie vorher. Das heißt, dann mache ich dann CSP-Header rein und fühle mich toll, aber in der Realität. Deswegen heißen die Attribute auch extra unsafe. Wenn du das machst, dann machst du es kaputt. Also sei dir bewusst, was du tust. Man kann die auch weglassen. Was macht man dann? Dann gibt's zwei Möglichkeiten, die tun aber richtig, richtig weh. Aber es gibt die Option, nicht unsafe inline und unsafe evil hinzuschreiben. Man kann jetzt an jedem Script-Tag, das im Source-Code vorkommt, ein Nunce dranhängen, also ein Attribut, das Nunce heißt, und da ist ein Hash dran. Und den Hash schreibe ich auch in den Header. Nunce. Und das mache ich für jedes Inline-Attribut, für jedes Inline-CSS und jedes Inline-JavaScript. Und dann kann der Browser das validieren. Die zweite Variante sind Hashes. Das heißt, ich hashe die JavaScript, jeden Script-Block, den ich habe, und schreibe den Hash rein. Und dann kann das wirklich validieren. Macht sau viel Arbeit. Also die Message ist, die ist sowieso schon länger. Man will kein Inline-JavaScript, man will kein Inline-CSS benutzen. Man hat einen Source-File für das und da steht das JavaScript drin. Genauso fürs CSS. Und alles andere ist halt per se unsicher, weil jeder XSS-Angriff funktioniert so. Inline-JavaScript irgendwo injecten oder CSS. Deswegen heißen die Dinger auch unsafe. Also man kann sich erstmal eine schöne Policy bauen, und die funktioniert auch und alles ist toll, aber letztendlich bin ich genauso weit wie vorher. Wie gesagt, es gibt ja ein paar Dinge, die das schon mal einschränken. Ich kann die Quellen einschränken, wo der Code herkommt. Und ich kann halt auch
Reporting anmachen. Aber deswegen, es gibt halt diesen, genau wie bei dem Pinning, bevor ich mir ins Knie schieße, logge ich erstmal ein bisschen und guck mal, wo der Browser überall meckert und räume auf. Oder ich mache halt eine Policy, die funktioniert. Also deswegen durchaus mit einer offenen Policy anfangen und die langsam dann zumachen. Deswegen gibt's auch die zwei Attribute. Aber man sollte dann nicht aufhören, sondern weitermachen und gucken, dass man das Zeug richtig zubekommt. Eine sehr schöne Einführung gibt's hier. Das ist plant ein bisschen Zeit ein, das zu lesen. Genau, es gibt auch, ich habe das vorhin schon mal kurz gesehen im Browser, es gibt auch ein paar Tools, die einen unterstützen. Ich sehe eine Frage gleich. Die einen dabei unterstützen, so eine Policy zu erstellen. Eine Anmerkung, das war auf meiner Arbeit. Ich arbeite mit einem CMS-System und da ändert das CMS inline JavaScript und CSS, beziehungsweise man ist inline-CSS angewiesen, weil gewisse Background-URLs komisch umformatiert werden. Also die Anmerkung für den Stream, es gibt auch CMS-Systeme, die mit Inline JavaScript und CSS nicht funktionieren, also die ohne nicht funktionieren, die einfach damit arbeiten. Ja, natürlich, deswegen gibt es ja auch die Attribute. Das ist einfach die Realität, in der wir uns befinden, dass es einfach viele von solchen Sachen gibt. Aber das bedeutet natürlich, wenn man neuen Code schreibt, wenn man neue Systeme entwickelt, sollte man halt darauf verzichten und das quasi in Anführungszeichen richtig machen. Das heißt nicht inline. Ist ja auch schwer zu pflegen. Ich hatte ja heute auch einen anderen Vortrag, wo es um Permissions und sowas geht. Wenn ich das im Code an jeder Stelle mache, das kriege ich halt nie gemanagt. Ja, wenn ich da was ändern muss, das ist tödlich. Es gibt noch eine Anmerkung oder eine Frage? Zu Inline-CSS, es gibt ja viele Frameworks, die dann im Endeffekt Parameter inline schreiben. Werden die dann auch nicht mehr funktionieren? Das weiß ich nicht, muss ausprobieren. Deswegen gibt es das Reporting, beziehungsweise also man kann das einmal in der Konsole sehen natürlich, im Browser direkt, oder man gibt diese Report-UI an und dann kriegt man das dort geschickt. Ich zeige auch gleich noch ein Tool, muss man nur aufpassen, der schickt natürlich auch ein paar Daten hin, da muss man sich überlegen, ob man das will. Wie sieht jetzt so ein Ding aus? Also das hier ist so eine ganz einfache Default Source Self, alles von mir. Cool. Hier ist jetzt schon ein bisschen komplexer. Sieht man, gibt einmal okay, alles von mir, Bilder von überall, Objekte, also Flash und sowas oder JSP oder solche Geschichten, nur von dieser. Also hier sind jetzt drei Domains sind jetzt hier angegeben, die sind mit Space getrennt. Und es ist auch so, das habe ich jetzt nicht auf dem extra Slide, wenn man den Object Source zweimal hinschreibt, wird nur der erste ausgewertet. Also man muss das in einer Anweisung machen, die zweite wird verworfen. Und dann hier noch von irgendeinem CDN. Also hier stehen jetzt mehr Sachen drin. Und dann gibt es hier noch Script-Source extra von einer weiteren URL, aber die darf dann, Script-Files dürfen dann nur von dort kommen. Ja? Ist das einzige Wildcard, was erlaubt ist, oder kann man da richtig weggehen? Nee, ich glaube nur Sternen, aber das weiß ich jetzt auch nicht. Wir können gleich mal auf dem Tool schauen, was einen dabei unterstützt, sowas zu schreiben. Da steht auch nochmal eine Beschreibung drunter. Ich habe jetzt auch noch nicht alles im Detail überall selber ausprobiert, weil es braucht Zeit. So ein bisschen. Also so eine schnelle Policy, die funktioniert, kriegt man hin, aber die macht die Sache nicht unbedingt sicherer. Wobei Self oder sowas hilft schon viel. Also wenn man die möglichen Quellen von Skripten einschränkt, dann gibt das schon eine gute Safety. Hier sieht man auch so ein Beispiel, wo dann hier ist, ja, das soll nur per HTTPS aufgerufen werden. Man kann also auch dieses Protokoll mit spezifizieren und dann sagen, ja, und alles, was schon in der Seite ist, genau. Aber inline ist dann halt blöd, weil dann geht halt trotzdem noch XSS. Genau, Toolchain, was gibt's so an Tools? Genau, Header anlegen, CSP is a user. Hüpfen wir mal ganz kurz hin. Ein paar Minuten müsste ich ja noch haben. Nee, das ist sie nicht. Hier.
Ihr seht ja auch, hier oben sind diese ganzen Dinger, dann kann man mal angeben, hier ist das auch immer so ein bisschen beschrieben, all, self, data, host. Ich würde mal sagen, es gibt nur Sternen oder nicht, keine regex. Ist auch nochmal beschrieben, ja, bla. Aber hier wird einem das nur erstellt, dann kann man es runterladen oder sich rüber kopieren und man kann hier das für die einzelnen Sachen durchklicken. Das sieht immer sehr ähnlich aus, weil es im Prinzip auch immer ähnlich ist. Hier sind auch immer noch so ein paar Hinweise, was bedeutet das jetzt, auf was wirkt sich das aus, wenn man das benutzt. Also welche Domains muss ich vielleicht berücksichtigen. Aber deswegen ist halt das Reporting ganz essentiell am Anfang, weil dann sagt einem der Browser auch, wo eine Policy Violation stattfindet und wo man vielleicht was anpassen muss. Genau, das wurde vorhin in dem anderen Vortrag schon mal kurz gezeigt. Es gibt einmal von Scott Helmy securityheaders.io und dann gibt es von SSL Labs den Default SSL Test, auf den sich viele verlassen oder der so ein quasi Standard etabliert hat. Von dem ist hier auch das Rating bei Security Headers inspiriert mit dem A+ bis F. Und dann, genau, das ist auch von Scott Helmy, der auch die Seite betreibt. Hier kann man jetzt, man kann also dieses Ding da bei sich, falscher Browser. Nee, der Edge ist ja eigentlich ganz schön, oder? Was macht das hier? Hier kann man sich einen Account klicken, man kann dann hier auch /tralala machen, schickt dann immer ein /tralala, kriegt er Statistiken. Man sollte bedenken, dass er ja das so bestimmte, wenn er das da hinschickt, schickt der Browser, glaube ich, auch so die Referrer und sowas mit. Dessen sollte man sich bewusst sein, sonst muss man sich halt eine eigene Infrastruktur bauen. Aber zum Rumprobieren ist das wahrscheinlich ein ganz, ganz guter Anfang. Das liegt dann aber alles in der Cloud. Der hat das in seinem Blog auch schön beschrieben, wie er das gebaut hat und so weiter. Genau, und zum ersten Rumspielen wahrscheinlich ganz hilfreich, aber vielleicht will man es nicht dahin schicken. Ja? Ich sag mal so, das ist vielleicht eine vertrauenswürdigere Site als irgendwas mit komischen Abkürzungen da drin. Aber das muss jeder für sich entscheiden, wo er seine Logging-Daten hinschickt von den Headern, die er da einbaut. Da hat man nicht nur selber Zugriff drauf. Da können wir nochmal ganz kurz hinschauen. Das liefert halt so ein Rating zurück. Also der wertet halt diese Header aus. Aber ich hoffe, es ist jedem klar, selbst wenn ich so ein X-Frame, also frame ich nicht Header über HTTP mitschicke und das über einen Proxy läuft, dann ist der Header vielleicht später nicht mehr beim Browser da, auch wenn ich den Server rausgeschickt habe. Die einzigste sichere Variante ist an der Stelle HTTPS. Aber natürlich gibt es auch immer gute Gründe, vielleicht doch nur HTTP zu machen. Also wenn man diese Header einbaut, manche machen auch keinen Sinn, über HTTP zu schicken, wie HSTS. Weil A kann er manipuliert werden und B bin ich auf dem falschen Protokoll. Und das soll man laut Standard auch nicht mitschicken, aber der User Agent sorgt dann dafür, dass das ignoriert, wenn es über HTTP kommt. Dann kriegt man hier halt auch so Ratings. Es ist auch auf der Seite in der FAQ beschrieben, wie das Rating zustande kommt. Will jemand irgendeine Domain ausprobieren oder habt ihr vorhin schon alle ausprobiert in dem anderen Vortrag? Das geht hier. Was vielleicht noch ganz spannend ist, er baut auch gerade an der API. Ich glaube, die ist noch nicht fertig. Es gibt noch ein anderes Testtool von der Firma, weil das ist ja hier noch so Privatvergnügen quasi von ihm. Wo man eine API hat, auch SSL Labs. Das wissen viele nicht. Warum auch immer. Also wenn man jetzt mehr als eine Domain verwaltet oder irgendwie berücksichtigen muss, es gibt auch eine API für den Analyzer von SSL Labs und da kann man dann halt auch mehr Abfragen gegenfahren. Es gibt eine Referenzimplementierung, die liegt auf GitHub, die ist in Go geschrieben und da kann man dann halt einfach seine Liste reinpacken und dann kriegt man das alles zurück. Kann man auch relativ leicht in eine Datenbank schreiben.
Genau, hier seht ihr A+. A+ kriegt man übrigens nur, wenn man HSTS-Header mitschickt. Man kann perfekte Settings haben, man kommt nicht über A hinaus. A+ gibt es erst mit HSTS-Header. Genau, Entropia steht auch an Stelle 8 oder so in der statischen Liste. Ja, wir machen das also schon länger. Können wir mal gucken. Genau. So, ich glaube, ach ja, Browser, das habe ich ja schon gezeigt. Also man hat hier dieses schöne, im Chrome zumindest, die anderen haben vielleicht auch was, aber das ist ja schon mal eins, womit man rumspielen kann und so ein bisschen sieht, was da eigentlich intern passiert, wo der das hinschreibt. Man kann es auch wieder rauslöschen, wenn es dynamisch erschien, von Hand eintragen. Genau, also das macht aber, da steht zwar jetzt HSTS, macht aber auch PKP mit. Ne? Ich zeige es nochmal kurz. Also da ist beides abgedeckt, sowohl das Public Key Pinning als auch der STS-Header. Das ist beides auf der HSTS-Seite, also nicht wundern. Und ansonsten gibt es ja auch noch schöne, nette Insights, wenn einen die interessieren. Das ist vielleicht auch ganz spannend. Wenn das noch nicht sauber funktioniert, kann man sich schön angucken, was er da macht. Ja? Es gibt schon ein paar Sachen, einfach mal googeln. Nee, oder selber schreiben oder sich irgendwo mit dranhängen. Ich glaube ja, bestimmt, aber ich habe da jetzt auch keinen vollständigen Überblick drüber. Da ist gerade relativ viel Bewegung drin. Wie gesagt, den Pin-Header, den gibt es noch nicht so furchtbar lange in einer offiziell implementierten Version. Der ist relativ jung, das HSTS ist schon ein bisschen älter. Und auch mit den Report-URIs einfach mal gucken oder was bauen. Das ist jetzt nicht furchtbar kompliziert, aber man muss sich halt damit beschäftigen. Ja, einfach. Also wenn man eine Seite hat, die viel Traffic hat und man baut diesen Report-URI da ein, dann gibt es auf der URL natürlich auch ein paar Requests. Ne? Der schießt dann alle Fehler darüber, die er findet. Da können auch ein paar Daten zusammenkommen. Dessen sollte man sich auch bewusst sein, wenn man das tut. Genau. Ja, und wenn man einfach das nochmal ausprobieren will, dann setzt man halt die Lebenszeit von dem Header auf klein. Dann vergisst der Browser die ja auch relativ schnell wieder. Oder man benutzt sowas wie Fiddler oder einen anderen Proxy und schickt es gar nicht vom Server mit, sondern schickt es einfach nur dem Browser. Oder man trägt es ja von Hand ein. Und dann kann man das ja auch ein bisschen ausprobieren, was dann passiert, wie sich der Browser verhält, wo er die Daten hinschickt. Ich kann ja über einen Proxy abfangen. Es muss ja gar keine echte URI sein, die existiert. Ich kann mir das ja dann irgendwo einsammeln. Ich kann es ja auch auf Localhost schicken. Genau, kann man alles ausprobieren. Genau, dann sind wir auch am Ende damit. Also ihr seht, das ist schon einfach Header einbauen und glücklich werden ist leider nicht ganz so. Muss auf ein paar Sachen achten. Aber es ist, wenn nichts dagegen spricht, aus der Anwendung, die man benutzt oder selber baut, sollte man die auf jeden Fall einbauen, wo immer es geht und wenn immer möglich, weil es einfach die Sache für den Angreifer schwieriger macht. Aber nicht vergessen, den Code auch selber sauber zu haben. Gegen SQL Injection hilft das alles nicht. Also da muss man schon an den Code rein und auch XSS, das sind halt nur Mitigations, also Workarounds, Hilfsmittel, die Sache ein bisschen, die es dem Angreifer schwerer machen, aber die ursächlichen Probleme muss man trotzdem fixen oder gar nicht erst einbauen. Aber das hilft und das ist relativ einfach mit überschaubarem Aufwand, aber man muss schon ein bisschen Aufwand reinstecken und sich ein paar Gedanken machen vorher. Und dann funktioniert es auch ganz gut. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Ja. Was ist mit dem CSP-Header dann auch so, dass man nicht mehr auf die Seite kommt, wenn man das falsch konfiguriert hat? Wenn man den CSP-Header falsch konfiguriert, dann lädt er ja, das führt er ja das JavaScript ja nicht aus, lädt das CSS nicht, lädt die Bilder nicht. Die Seite sieht dann sehr wahrscheinlich anders aus als vorher. Deswegen halt mit Reporting anfangen oder halt mal von Hand setzen und gucken, was passiert. Das findet man ja dann relativ schnell raus. Aber man sollte es nicht einfach einschalten und sich dann hinterher wundern, dass es nicht mehr
schön aussieht. Genau. Gibt es noch weitere Fragen? Gut. Ja? Eine Anmerkung, ich habe jetzt mit dem Preloading ausprobiert und wenn ich das jetzt über einen anderen Port angehe, über HTTP, geht HTTP nicht mehr. Ja, HTTP geht nicht mehr. Das ist richtig enforced. Also dieser Pin-Header und der HSTS-Header, die verändern das Verhalten vom Browser. Nicht nur, dass er die Abfragen anders macht, sondern dass er auch die Fehler wirklich als Fehler nimmt und da gibt es kein Entkommen mehr sozusagen. Das ist dann zu Ende. Ist kaputt. Also wenn da irgendwas, wo der Browser sagt, ja, das ist jetzt aber komisch hier, ich mache jetzt nicht mehr weiter. Ja, deswegen muss man durchaus ein klein wenig vorsichtig sein dabei. Ansonsten, ja, also HSTS ist relativ ungefährlich, außer ich lasse mein Zertifikat auslaufen oder sowas. Aber dann habe ich ja sozusagen Fast Fail, da kriege ich viel User Response, dass die Seite nicht mehr geht. Das kriege ich ja relativ schnell mit, wenn das kaputt geht. Also, weil dann alle User nicht mehr draufkommen. Das gibt schnelles Feedback, das merkt man. Aber man muss dann halt auch was tun und bis man es repariert hat, so lange ist es halt nicht benutzbar. Das ist halt, da muss man wirklich dafür sorgen, dass die Prozesse, die hinten dran stehen, funktionieren. Und dass man Eskalationsprozesse hat und so weiter. Also hat gar nichts mit Code und Setup zu tun, sondern man muss dann organisiert sein, damit die Seite auch verfügbar ist. Sonst ist sie ganz schnell offline. Einfach weil die Browser sie nicht mehr darstellen. Weil irgendwo irgendein Flag nicht mehr richtig ist, sich irgendwas geändert hat, ja, dann gibt es keinen. Ich weiß schon, was ich tue. Button, der ist weg. Der ist auch im Firefox weg und der ist auch im IE weg. Also es hilft dann nicht, den Browser zu wechseln. Man muss dann schon auf eine alte Version wechseln, die das nicht kann, wenn man die noch irgendwo herkriegt. Ja klar, die Alternativvarianten, die gehen alle, aber das ist nicht deine Standard-Userbase, die auf deine Seite kommt sehr wahrscheinlich. Die kommen dann da alle nicht mehr hin, weil die haben im Zweifel jetzt einen aktuellen Chrome und einen aktuellen Firefox und nicht mehr den 3 Jahre alten und die kommen dann da einfach nicht mehr hin. Genau. Jupp, noch eine Frage, ja? Ja, es gibt diese Bestrebungen. Wir haben da auch letztens auf dem OWASP-Stammtisch gab es einen Vortrag darüber. Es gibt sogar ein DNS-Chain-Konzept, um da gewisse Probleme, die DNS auch hat, zu lösen. Und ja, es gibt auch die Idee, zum Beispiel solche Hashes im DNS zu hinterlegen. Ja, mir fällt nur gerade der Name nicht ein. Das sind sogar auch Karlsruher Leute, die haben ja auch so einen Security-Laden. Oder auf jeden Fall aus Deutschland. Die da auch immer, wenn jetzt die anderen OWASP-Leute hier wären, die könnten das sagen. Ich habe immer so ein schlechtes Namensgedächtnis. Aber ja, gibt es Ideen? Ja, genau. Ich glaube, das geht in die Richtung. Wie buchstabiert man das nochmal? Ah ja, DKIM, genau, das ist auch. Ich habe da auch schon mal nachgesucht. Domain Keys Identified Mail, also das ist so die Mail-Ecke, da hat man ja ein ähnliches Problem, aber letztendlich kann man das Konzept auch auf Webseiten ausdehnen. Also bei DKIM geht es jetzt erstmal darum, dass die Mail-Domains verifiziert sind, aber letztendlich benutzen auch 126 Mail-Server aus Deutschland und 5 aus dem Rest der Welt, also total obsolet. Macht keiner wirklich, aber schon eine nette Idee, hat auch ein paar Seiteneffekte und Probleme, weil ich ja dann hänge ich wieder in der DNS-Infrastruktur, die ist jetzt auch nicht unbedingt. Es gibt ja auch also das DNS-Hack und so weiter, das ist ja auch nicht alles problemfrei. Aber da gibt es durchaus Ideen, dass auch da einfach wieder zusätzliche Attribute im DNS reinzukippen und das gleich von dort zu holen. Natürlich, ja, gibt es. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und noch viel Spaß.